Wisst ihr noch, das diverse Hollywood und wie wir uns darüber aufgeregt haben? Nun, heute ist es an der Zeit, die Zügel ein wenig anzuziehen. Denn wie jede Bewegung ist auch diese, unsere kritische Anti-Strömung, an den Rändern bereits pervertiert. Ein vorhersehbarer Prozess. Und natürlich ist es auch immer wichtig, sich von diesen Konterrevolutionären klar zu distanzieren. Da diese genauso scheiße sind wie unsere Schneeflöckchen, die Kunst gerne politisch korrekt und damit belanglos sehen wollen. Reden wir also über etwas Positives, reden wir über Diversity, richtig gemacht. Kurz zum Einstieg, um zu definieren, was genau ich nicht will. Und das sind schlechte Charaktere, die aus PR- und Imagegründen oft auffällig beschissen geschrieben in Filmen platziert werden und damit dem Kunstwerk auf kreativer Ebene Schaden zufügen. Beispiel Dark Tower, Ghostbusters 2016, Peter und Wendy oder Cleopatra. Zumindest ist das so aus der Sicht eines Kulturkritikers. Andere haben da eine größere Toleranz. Das ist okay, nennt sich Meinungspluralismus. Doch gerade das Beispiel Marvel zeigt ja eindeutig, dass die breite Masse eben nicht völlig frei von Geschmack und Anspruch zu sein scheint, gehen die Zuschauerzahlen dort doch immens zurück. Vielfalt von der Stange verkauft offensichtlich keine Filme, also scheint die Frage berechtigt. Wie macht man es nun richtig mit der Mannigfaltigkeit? Nun, ich hatte heute früh mal wieder eine Kelle Weisheit im Müsli und will es euch großkotzig, wie ich bin, erklären. Punkt 1. Easy-Modus-Fortsetzungen, Reboots. Nach Jahrzehnten, in denen weiße männliche Helden das Kino dominierten, ist es ja vollkommen nachvollziehbar, dass man nun auch aus kreativer Motivation heraus mal was Neues ausprobieren will. Doch oft bleibt es dann beim plumpen Austausch von Ethnie und oder Geschlecht und das finden alle schon seit der 7-Millionen-Dollar-Frau kacke. Weil zugleich alteingesessene Helden aufs Abstellgleis geschoben werden und ist man mit diesen groß geworden, ja hat sich vielleicht gar mit ihnen identifiziert, kann ich es durchaus nachvollziehen, wenn man sich stellvertretend entsorgt vorkommt. Was selbstverständlich absolut nicht rational ist, aber Endverbraucher werden nun mal über Emotionen ins Kino gelockt, so läuft das mit der Reklame. Moderne Figuren wie Ariel im Realfilm beispielsweise werden allerdings zweifelsfrei künstlich installiert, ohne dass eine Nachfrage besteht oder generiert wird. Sie zahlen oft nicht in die Handlung ein, der Film ist am Ende nicht mal eine Neuinterpretation, sondern schlicht dasselbe in teurer, aber schlecht. Alte Fans haben da keinen Bock drauf und neue keine Connection zur Vorlage. Sprich, so nett der reformierte Ansatz auch gemeint scheint, er findet keine kaufkräftige Zielgruppe und bleibt inhaltlich schwach auf der Brust, weil er meilenweit nach Marktforschung stinkt wie ein gekenterter Fischkutter. Niemand will hier schwarzen Mädchen eine schwarze Prinzessin schenken, aber 40 Millionen Afroamerikaner klingen halt nach einem easy Cash Grab. Die gute und wirklich ursympathische Hailey Bailey wurde, wie plappert es die Bande, deren Namen wir nicht nennen, immer so schön nach, unter den Bus geschmissen. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass dieser Flop nicht ihre Karriere beerdigt. Doch zum Glück gibt es auch Filme, die zeigen, wie man es besser macht. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist und bleibt da Mad Max Fury Road. Schon mit dem Furiosa-Film am Horizont entschied man sich hier, eine ebenbürtige Heldin an die Seite von Max zu stellen und sie parallel zu etablieren. Das Resultat ist, dass ich bis vor kurzem richtig Bock auf ihr Standalone hatte, bis ich den Trailer zum Prequel gesehen habe, aber das hat ja nichts mit meinem Beispiel zu tun. Egal. Fury Road ist gleichzeitig ein Mad Max-Film und eine Furiosa-Geschichte. Das kann man scheiße finden, ja, aber es ist nicht dumm oder mit dem Dampfhammer produziert. Sprich, man kann nicht behaupten, Furiosa ist schlecht geschrieben, wie Captain Marvel, Mulan oder Rey. Somit passt die Voldemort-Washing-Schablone nicht mehr, was dem eingangs erwähnten pervertierten Rand schon mal aus der Debatte ausschließt. Gut so, die Welt ist nun mal zu komplex, um sie mit stumpfen Parolen zu erklären. Genauso wie niemand Schwarze unter den Bus schmeißt, weil er sie für fehlbesetzt hält, ist nun mal nicht jede kreative Entscheidung getrieben vom großen Austausch. Lasst euch von der Kommentarspalte unter solchen Videos hier nicht beirren, die Lauten sind statistisch meist in irrelevanter Stückzahl vorhanden. Ein weiteres gutes Beispiel wäre natürlich Miles Morales, der auf Peter Parkers Rücken an die Fans herangeschwungen wurde und dem man damit die Zeit und die Tiefe eingeräumt hat, seine eigene Legacy aufzubauen. Noch viel besser funktionierte die Fackelübergabe allerdings in Creed, in dem Rocky als Anker diente, um den Sohn von Adonis zu etablieren. Hat für zwei Filme gut geklappt, bis man mit Teil 3 feucht reinschiss.
Ihr merkt also, nimmt man die Leute kreativ bei der Hand, holt sie emotional ab und ergeben die Figuren über ihre Hautfarbe hinaus gar Sinn. Man soll es kaum fassen, sind die Zuschauer durchaus gewillt, den Weg mit anderen Charakteren weiter zu beschreiten. Alte Fans, das sind die, die den Umsatz machen und den Hype generieren, bleiben dran. Und neue holen die alten Filme vielleicht sogar für einen Dollar nach. I'd buy that for a dollar. Sony hat das nach dem Ghostbusters 2016 Debakel erkannt und für Afterlife den überlebenden und verstorbenen Originalcast zusammengetrommelt, um durch diese einem völlig neuen Ensemble das Spotlight zu übergeben. Win-win für Nostalgiker und für die Zukunft des Franchise. Der Trailer zur Fortsetzung macht mir auf jeden Fall richtig Bock auf mehr. Zum Vergleich macht es auch Scream 5 und 6 richtig gut, was Legacy-Figuren anbelangt. Und wenn ihr sehen wollt, wie man es völlig verkackt, ist Jurassic World 3 eine super Anlaufstelle. Hier gibt es übrigens mit Person X die beschissenste, überflüssigste, weibliche, lesbische Schwarze der Filmgeschichte serviert. Aber dazu ein andermal mehr. In der Twilight Zone befindet sich hingegen Indiana Jones and the Dial of Destiny. Falsches Bild. Hier ist das Richtige. Diese weißen Cis-Hetero-Männer sehen da auch alle gleich aus. Urs, das ist Rassismus. Nee, Rassismus ist, wenn ich das zu Chinesen sage. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. In der Twilight Zone befindet sich hingegen Indiana Jones and the Dial of Destiny. Der Konservative sieht ja glasklar auf Krampf eine Indiana Jane installiert und hat im Hinblick auf Disneys Geschäftsmodell der letzten Jahre sicher nicht ganz Unrecht, wenn er hier Muster sieht. Andererseits muss man auch erkennen, dass Ford mit 80 kaum mehr im Alleingang einen Actionfilm schultern konnte. Es schon immer starke und vor allem sehr nervige weibliche Hauptrollen in der Reihe gab und der männliche Sidekick mit Connery und LaBeouf schon verbraucht wurde. Sprich, ich sehe durchaus auch sinnvolle kreative Entscheidungen durch Kennedy, Lucas, Mangold und Spielberg in der Personalie Phoebe Waller-Bridge. Auch wenn es am Ende nicht zum gewünschten Ergebnis führte. Der Hate, den der Film bekommt, ist allerdings lächerlich. Wir reden hier von purem Mittelmaß, also lass die Kirche im Dorf. Diesen Unterschied zu erkennen, grenzt den Filmkritiker letztlich dann auch vom Ideologen ab. Sehe ich allerdings Kanäle, die die Qualität einer rein japanischen Godzilla-Produktion daran messen, dass Hollywood so kacke ist, verlässt das für mich leider den Boden der Kausalität. Gut, natürlich habe auch ich Überschneidungen, beispielsweise mit Popcornluft oder dem Critical Drinker, aber so ist das nun mal in einem Spektrum, die Grenzen verlaufen analog. Die AfD hat ja auch was dagegen, Insekten ins Essen zu punchen und teilt diese Einstellung mit vielen Veganern, aber das macht diese ja nicht zwangsläufig zu AfD-Wählern. Obwohl, ich habe da mal so einen Artikel gelesen, aber lassen wir das. Weiter im Text. Erst kürzlich erwähnte ich, dass mir der Swap von April O'Neil im neuen Turtles-Film von Weiß auf Schwarz durchaus gut gefallen hat. Die Figur profitiert dadurch auf allen Ebenen. Klar könnte ich jetzt mit Kindheit und verletzten Gefühlen kommen, aber das überlasse ich den Pussys. Rein filmtheoretisch macht O'Neil in Muted Mayhem einfach Sinn. Punkt. Natürlich gab es zu dieser Meinung Gegenwind im Kommentarbereich unter der Review. Keine Angst, du bist nicht gemeint, die richtig Dummen sind blockiert, weil ich allergisch gegen Bullshit bin. I'm sorry, I'm allergic to bullshit. Witzig ist dabei aber die Beobachtung, dass die, die am lautesten schreien, dass Ninhai Vogue fast schon gebetsmühlenartig die immer gleichen Argumente auskotzt, zwar recht mit dieser Analyse haben, selber aber kein Stück besser sind. Surprise, Motherfucker! Dass diese lauten Typen sich genauso dümmlich vor den PR-Kahn spannen lassen, hat 2023 übrigens Sound of Freedom wundervoll bewiesen. Punkt 2 für Fortgeschrittene. Originärität. Nun ist es ja durchaus finanziell nachvollziehbar, dass Studios versuchen, bekannte Marken zu renovieren, um sie weiterhin lukrativ am Markt zu segeln. Allerdings ist man als klugscheißender Filmfuzzi wesentlich beglückter, wenn man mal was Neues serviert bekommt und das darf dann auch gerne diverse as fuck sein, wenn ich euch das Szenario und die Figuren abkaufe. The Creator und Dungeons & Dragons waren 2023 die besten Beispiele dafür. Und zugleich gemeinsam mit, was weiß ich, Talk to Me, der ist auch bunt, zwei meiner absoluten Lieblingsfilme des vergangenen Jahres. Beide schaffen schlicht Welten, denen ich ihre Vielfalt komplett abkaufe. Dungeons & Dragons ist quietschbunter Funofun, im Game Baldur's Gates 3 noch eine Ecke schärfer. Hier darf jeder alles sein und poppen und keiner außer die völlig Bekloppten hat's bemängelt, weil es schlicht ein in sich logisches Szenario ist. Zum Vergleich wirken andere Produktionen wie Die Ringe der Macht in völliger Ablehnung für das Quellmaterial eher besetzt wie das politisch korrekt zusammengewürfelte Kabinett einer US-Regierung, auf das Fox und CNN Stunden an belangloser Sendezeit damit füllen können, welche Ethnie sich nun politisch repräsentiert fühlen darf. Außenwirkung ist halt wichtiger als Inhalt. High Fantasy gibt's in beiden Fällen. Beiden. Egal.
Bei der Creator greifen übrigens dieselben Muster wie schon bei Dungeons & Dragons. Es geht um einen internationalen Konflikt zwischen Asien und den USA, also klar möchte ich dabei Schauspieler aller Kontinente vereint sehen. Das Szenario ist schlicht ein Steilpass für Diversität und das ist gut so. Und inzwischen muss es natürlich auch nicht immer maskulin und männlich sein. An dieser Stelle mal ein kurzer Einschub, weil ich es vergessen habe. Es kommen im Jahr natürlich wesentlich mehr Kinofilme raus, die Diversität richtig gut machen. Oder einfach drauf scheißen. Allerdings befinden sich diese oft im Low-Budget-Bereich bis 80 Millionen und haben wenig PR-Background. Im Gegensatz allein der Werbeetat für Ariel und Elementals dürfte indes bei über 400 Millionen Dollar liegen. Soll heißen, ja, erstmal gibt es an Filmen quantitativ gerechnet weniger miese Message, als wir eigentlich denken. Die wenigen mit mieser Message erkaufen sich buchstäblich allerdings eine enorme Präsenz in unserer Gesellschaft. Das ist quasi wie bei Cola. Sag ich Cola, denkst du wahrscheinlich an Coca-Cola, obwohl du weißt, dass es auch tausende andere Sorten gibt. Sprich, Coca-Cola hat schlicht ein kulturelles Monopol und das hat auch Disney. Nach diesem Prinzip kommen also zwei Filme im Jahr raus, die für uns wie 100 wirken. Es ist für unsere Wahrnehmung also ein bisschen irreführend, die reine Anzahl an veröffentlichten Filmen gegeneinander abzuwiegen. Sondern viel sinnvoller ist es, darauf zu achten, hinter welcher ideologischen Botschaft das größere Budget steckt. Und ja, Überraschung, da reicht dann ein Konzern aus, um unser gesamtes Bild, das wir von Hollywood haben, zu prägen. Sprich, viel zu teuer produzierte, progressive Inhalte bekommen eine überproportional größere Bühne als ja, die ganzen guten Filme. Schade. Das Szenario ist schlicht ein Steilpass für Diversität und das ist gut so. Und inzwischen muss es natürlich auch nicht immer maskulin und männlich sein. Disney selbst hat es ja eigentlich oft genug bewiesen. Frozen 1 und 2, Encanto, Küsst den Frosch, Moana, Rihanna, ich mein Raya, Merida, Pocahontas, Mulan, das Original, sowohl fremde Kulturen als auch starke Frauen haben in all diesen Filmen ihren Platz gefunden. Interessant, oder? Es kommt offensichtlich besser an, diverse Filme zu machen, statt jeden Film divers zu machen. Einen Aufschrei, den gab es nicht, weil es gute Figuren in guten Filmen waren. Der dumme rechte Lynchmob war wohl gerade im Urlaub. Anders kann man sich das ja nicht erklären, oder? Paddington Bear mit seiner Flüchtlingsthematik traf fast ausschließlich auf positive Resonanz. Und die Beschwerden in Richtung Imperialisten Willy Wanker 2023 hielten sich auch in Grenzen, trotz schwarzer weiblicher Hauptdarstellerin namens N-Word. Also Nudel, was ein Scheißname. Ihr seht, der mysteriöse braune KKK-Kritiker, der bei jeder Form von Diversity auf die Barrikaden geht, scheint andererseits einen erlesenen Filmgeschmack zu haben. That blonde Negro they got on there, he had me in stitches. He's actually pretty funny. Really? You think so? I'm not saying I wouldn't lynch the guy, but his timing is priceless. Der gemeine Nazi regt sich anscheinend nicht immer über politisch abweichende Inhalte auf. Stimmt da irgendwas nicht mit unserer Wahrnehmung? Mitnichten. Denn die Kausalkette ist eine völlig andere. Heuchlerische Agenda gleich schlechte Figuren, gleich schlechte Filme, gleich berechtigte negative Kritik. Gleich Rechte nutzen diese Kritik, um ihre Punkte zu unterfüttern. Nicht vergessen, der Faschist ist gut im Kultur erhalten brüllen, nicht aber darin, Kultur zu erschaffen. Ohne unsere Kritik würde er Filme genauso wenig wahrnehmen wie den Inhalt von Büchern. Unsere Rezension wird also assimiliert und missbraucht. Dessen muss man sich stets bewusst sein. Doch sollten wir deshalb keine Kritik mehr äußern? Im Gegenteil. Disney ist ein konservativer, menschenfeindlicher Kapitalistenverein, der pseudolinke Inhalte produziert, weil sie sich gut verkaufen. Wenn das nicht kritikwürdig ist, dann weiß ich auch nicht. Ein Imp, eine Alicia Joe, haben dieses Phänomen bereits aus wirtschaftlicher und sozialpolitischer Perspektive beleuchtet. Mein Zugang oder der eines Wolfgang M. Schmidt ist eben die Filmkritik. Dennoch die lautesten und unsachlichsten Disney-Gegner sind mittlerweile die neuen Rechten. Theoretisch gehen hier also zwei natürliche Verbündete aufeinander los, während die radikalisierte Linksliberale unsere Erörterung dieses Themas als rechtsoffenes Gedankenfutter framed, damit Inhalte verunglimpft, Meinungsbildung aktiv verhindert und zeitgleich alles ganz toll findet, was Mickey Mouse so produziert. Weil hey, lieber geheuchelte Repräsentanz als gar keine, oder? Frag doch mal die Uiguren, die sind sicher auch sehr stolz darauf, dass Mulan neben ihrem KZ gedreht wurde. Die Lillys haben naiv und weltfremd die Dauertrottelkarte beim Schweinchen in der Mitte spielen gezogen, halten sich allerdings für ganz helle Lichter, disconnected von der Realität.
Nun ja, wir lernen daraus, sowohl Rechtskonservative, Links- als auch Neoliberale sind die Zahnräder in diesem Getriebe. Und wir als aufgeklärte, freigeistige Kulturkritiker sollten alle diese Akteure gleichermaßen an den Pranger stellen, uns nicht das Maul verbieten und das Wort verdrehen lassen. Auch wenn es dabei mal die eigene Seite trifft, ein bisschen Selbstreflexion kann nicht schaden. Was auch nicht schaden kann, ist allerdings Punkt 3. Punkt 3, Expertenmodus, Diversität von Farbe befreit. Nun haben wir gesehen, es ist durchaus möglich, Ethnie und oder Geschlecht in etablierten Reihen auszutauschen. Oder neue Helden mit anderen kulturellen Hintergründen massentauglich in gute Filme zu schreiben. Aber wisst ihr, eigentlich ist das alles auch nur oberflächliches Stammes- und Geschlechterdenken. Denn hey, eine gut geschriebene Figur hat Stärken und Schwächen, bekommt eine Arc, hat aber vor allem Charaktereigenschaften, die über ihr Erscheinungsbild hinausgehen. Eine Ripley, ein Doc Brown, ein Bilbo Beutlin, die lassen sich alle beschreiben, ohne auch nur ein Wort über ihr Aussehen zu verlieren. Versucht das mal bei den bereits erwähnten Mulan, Captain Marvel, Rey oder dem Porzellanpüppchen aus Prey. Außer sie wissen nicht, wer sie sind, fällt mir da nicht viel ein. Ich möchte an dieser Stelle übrigens nicht behaupten, Charaktereigenschaften sollten losgelöst von kultureller Biografie sein. Im Gegenteil, die Hauptfigur in Get Out kann natürlich nur von einem Schwarzen gespielt werden. In der Psychologie reden wir von Prägung, in der Pädagogik von Milieu, das einen Menschen formt. Hautfarbe, Religion oder Geschlecht, das schafft natürlich Identität. Jedoch sprechen wir vom gesamten Spektrum der Erziehbarkeit des Menschen, von der die Geisteswissenschaft in der Regel ja ausgeht, zahlen selbstverständlich noch viele andere Faktoren, vom Haustier bis zum Klima, in die Ich-Werdung ein. Eine schwarze Frau aus Nigeria entwickelt andere Persönlichkeitsmerkmale als eine schwarze Frau aus New York, obwohl sie vielleicht sogar denselben Stammbaum teilen. Denn es gibt schlicht keine Anlagenidentität, nur eine individuelle. Sind also Figuren in Filmen als Individuum geschrieben, ist das in der Regel kein Grund für niemanden, um sich künstlich aufzuregen. Schreibt man sie als Repräsentant für eine Gruppe, ist das lediglich Schubladendenken. Get Out zeigt uns die Angst der afroamerikanischen Bevölkerung vor dieser soziologischen Sippenhaft in den Staaten. Die Upper Class schätzt in diesem Film POCs aufgrund ihrer Physis als Avatare, nicht aber ihre Kultur. Die privilegierte Vorstellung der Schöpfungskrone ist weißer Geist im schwarzen Körper. Und dieser Zustand wird durch eine Gehirntransplantation erreicht. Der ach so antirassistische Akademiker umgeht es gerne. Das Chaos der Unwahrscheinlichkeit, das schier unberechenbares Leben hervorbringt. Das Streben weißer Herrenmenschen nach absoluter Transzendenz begreift die Welt nur noch als Binärcode. Unvorhersehbarkeit wird als Symptom für Schwäche gedeutet. Wie so oft ist es auch in Get Out der Übermensch, der sich zum Schöpfer erhebt, dem jedoch als Geschöpf zugleich alles Menschliche abhanden kommt. Pervers, oder? Weiß man doch als aufgeklärte Person, dass echte Diversität nur durch Vermischung und das Vererben von Genen, das Vermitteln und Fusionieren von Brauchtum nachhaltig über große Zeitspannen hinweg entstehen kann. Nur so und über Dawkins Mem findet eine soziokulturelle Evolution statt, aber genug vom Darwinismus und zum letzten Beispiel für heute namens Kandahar. Ein simpler Actionfilm wie Mad Max Fury Road, doch oft ist es diese Simplexität, welche den Blick aufs Detail lenkt. Kandahar gibt sich nicht mit Klischees zufrieden, gibt seinen Figuren doppelte Böden. Der Held ist zugleich ein Kriegsverbrecher, sein iranischer Gegenspieler am Ende nur der Vater, der nicht zu seiner Familie nach Hause zurückkehrt. Der CIA-Mittelsmann ist zugleich Moslem und stirbt letztlich einen Märtyrertod für die USA. Kandahar ist 80er Macho-Kino, aber teilt die Welt nicht in gut oder böse, schwarz oder weiß ein, sondern in Notwendigkeit und Motive. Der Film versteht es, seine Charaktere über ihre institutionalisierte Rolle hinaus zu zeichnen. Jeder von ihnen trägt auch einen inneren Konflikt aus. Die Normkollision findet sowohl zwischen den Akteuren als auch intern statt. Das macht übrigens Detroit von Kathleen Bigelow mit John Boyega auch fantastisch, aber weiter in der Wüste. Kurz, Kandahar zeichnet Menschen mit komplexer, widersprüchlicher Motivation. Keine Abziehbilder, um Sehgewohnheiten zu bedienen und ist dennoch simple Hau-drauf-Action vom alten Schlag. Für mich Canon Films 2.0. Der Film liefert sowohl einen diversen Cast als auch die Möglichkeit, unter die kulturelle Oberfläche zu blicken und die Personen hinter Haut und Herkunft zu erkennen. Das ist dem Genre angemessen plump, aber aufrichtig. Bitte mehr davon. Punkt 4, Epilog.
Okay, das waren jetzt etliche Beispiele für gutes Writing. Und ich hoffe, ich konnte euren Blick für den Unterschied zwischen ernst gemeinter Diversität und heuchlerischem Wokewashing, ja, ich hab's gesagt, schärfen. Und dabei vielleicht auch erklären, dass es mir bei Filmkritik nicht darum geht, irgendeinem Trend zu folgen. Ich bin vollständig immun gegen geistige Verführer. Da könnt ihr euch sicher sein. Don't trust anybody. Ja, man muss Hollywoods Methoden hin und wieder natürlich kritisieren, aber dabei sollte man keinen Tunnelblick entwickeln. Nicht vergessen, die Scheuklappen, die werfen wir ja gerne den anderen vor. Allerdings möchte ich diesen Beitrag nicht damit beenden, Hollywood an den Pranger zu stellen, denn ganz ehrlich, willst du ein diverses 2024 im Heimkino oder gar in der echten Welt vor der Haustür verbringen, dann fang bei dir selber an. Japan, Indien, Indonesien, China, die Türkei, Italien, Frankreich, Russland, England, Spanien, Deutschland, etc. All diese Länder haben eine lebendige Filmindustrie, also greif einfach zu. Nordamerika hat nicht die Aufgabe, die ganze Welt auf Zelluloid zu inkludieren. Das können wir nicht verlangen. Ich möchte gar das Gegenteil, sie sollten viel eher zum heimischen Markt zurückfinden. Der ist bunt genug. Wer also cineastischer Kosmopolit werden will, muss die Komfortzone Disney Plus, Netflix und Co. über kurz oder lang einfach mal verlassen und sich selbstbestimmt auf dem riesigen Filmbasar der Welt umsehen. Aber Vorsicht, Diversität leben bedeutet dann auch mit Lebensentwürfen und Konzepten konfrontiert zu werden, die den eigenen entgegenstehen. Dass man diese Entwürfe kritisieren darf und selber kritisiert wird. Sprich, dass man mal nicht einer Meinung ist. Auch das gilt es, wenn man sich Vielfalt wünscht, nicht zu lieben, aber zu ertragen. Ich freue mich auf eure Meinungen unter diesem Beitrag, der natürlich ohne Weisheit im Müsli entstanden ist, weil ich schon genial geboren wurde. Aber bitte nicht vergessen, mit den Worten des LeFloid, wer ficken will, muss freundlich sein. Ende.